Die Stimmbevölkerung hat die Volksinitiative über die Ernährungssouveränität noch deutlicher abgelehnt, nämlich mit 68,4%. Das Nein ist ein klares Zeichen der Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für die heutige Landwirtschaftspolitik und den Weg in die Zukunft, den Bundesrat und Parlament vor einigen Jahren eingeleitet und eingeschlagen haben. Und dieser Weg ist schon heute stark an Tierwohl, Nachhaltigkeit und Kulturlandschutz ausgerichtet. Es ist auch der Weg hin zu einer Landwirtschaft, die noch unternehmerischer, von unnötiger Bürokratie befreit und stärker an den Märkten orientiert werden soll. Mesdames et Messieurs, le maintien d'un marché ouvert offre aussi de nouvelles opportunités pour l'agriculture suisse. Ce faisant, la poursuite des paiements directs aux agricultrices et aux agriculteurs n'est absolument pas remise en question. Comme lors de la votation de l'année passée sur la sécurité alimentaire, les citoyennes et les citoyens ont à nouveau exprimé leur confiance au Conseil fédéral. Und natürlich auch das Vertrauen ins Parlament. Das Resultat der Abstimmung ist auch Ausdruck der Zufriedenheit der Konsumentinnen und Konsumenten. Uns allen stehen qualitativ hochwertige Lebensmittel zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung. Ein Ja zur Initiative für Ernährungssouveränität hätte dies gefährdet. Sie hätte zu mehr staatlichen Eingriffen, zu einer geringeren Auswahl und zu höheren Kosten und Preisen geführt. Und gleichzeitig wären unsere Handelsbeziehungen mit anderen Ländern gefährdet worden. Der Bundesrat ist erfreut, dass die Bevölkerung das Rad der Zeit in der Landwirtschaft nicht zurückdrehen will. Und stattdessen hat das Stimmvolk sich heute dafür ausgesprochen, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.